Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir bauen eine Eisenwaren. Ja, wir bauen jetzt hier die das zweite Stockwerk fertig. So, und dazu brauchen wir, bevor wir die Technik da unten bauen, suchen wir uns jetzt erstmal hier die Mittelblöcke raus. Das müssten die hier sein. Und da bauen wir uns wieder mit diesen Blöcken 3. So, Moment. 2. Soll ich hier noch eingehen? So, dass auf jeder Seite hier diese Blöcke frei sind. Gehen wir noch einen raus. Zack, zack. Dann sieht das Ganze so aus. Und da können wir jetzt die 4 Betten hinstellen. Und die 6 hier, die brauchen wir noch. Ne, wir brauchen sogar mehr als 6, glaube ich. Ist aber gerade nicht so relevant. Das ganze Redstone-Gedöns brauchen wir auch. Aber erstmal will ich hier die Betten hinstellen, weil die gehen mir gerade tierisch auf den Wecker. Die vermüllen mir mein ganzes Inventar. So. Und das eine Bett ist meins. Das ist mein Bett. Wir haben hier 4 Betten. So. Dann hätten wir das. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchen noch Platz für den Komposter. Wir brauchen aber auch noch Wasser. Den Komposter stellen wir dahin. Toll, jetzt wird es wieder Nacht, ist auch egal. Am besten wäre es vielleicht gewesen, nicht den Block dahin zu stellen, sondern hier dran. Muss ich kurz überlegen, wie es gerade am besten wäre. Wäre es so am besten für die Villager? Ich meine ja. Ja. Da ich etwas sparen möchte, baue ich das so entlang. Ich weiß, da unten sind schon Golems, aber die interessieren mich nicht. Die Bohne, stopp, du bist ein Block zu viel. So, weil die will ich nicht farmen. Ich möchte mir eine Eisenfarm machen, die richtig effizient ist. Und diese ist effizient. Und das heißt auch, dass ich hier noch einen Block raus muss. Nein. Ja, auch, aber das heißt ebenfalls, dass später die Villager nirgendwo anders hin können. Und ich gerade auch nicht. So. Okay, ich kann aber hier rausspringen. Villager sind zu blöd dafür. Au. Den Block brauche ich auch nicht. So. Habe ich noch... Ja, klar habe ich noch Leitern. Gut, dass ich mir extra ein paar mehr gemacht habe. Jetzt kann ich vorübergehend mal hier die Leitern verwenden. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr da hoch. Muss ich auch nicht. Weil ich muss jetzt nämlich erstmal hier entlang. Und wieso? Na, ganz einfach. Wenn ich hier lang gehe, dann will ich auch, dass hier nichts drauf spawnen kann. Gut, auf Glas kann nichts spawnen, aber Golems jucken sich nicht besonders darum. Deswegen baue ich das erstmal hier so schön rum. So. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. So. Jetzt habe ich den Dreh raus. Außer hier. Wie komme ich da jetzt am besten an den Block dran? Indem ich den abbaue. So, haben wir das. Haben wir das.
Wieso machen wir das? Ganz einfach, das machen wir, damit hier wirklich nichts spawnen kann, was hier nicht spawnen soll. So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich noch gucken muss, wo ich den Komposter hinstelle. Da gehe ich wieder tatsächlich jetzt in die andere Map, um zu gucken, weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht merken. Sorry dafür, aber ich kann mir das wirklich überhaupt nicht merken. Ja, auf der zweiten Ebene direkt. Welches Bett? Oh, und hier ist ein Block weiter. Naja, ist auch egal. Ja, beim zweiten Bett. Und einen Block weiter raus. Okay. Ja. Mhm. Dann, zack. Würde ich mal sagen, los geht's. Mit dem Weiterbau. Das heißt, ich kann hier in aller Seelenruhe durchziehen. Wo ist denn hier das zweite Bett? Das ist genau dieser Block hier. Gut, dann setze ich, wo ich habe zwei Komposter, einen für mich und einen für den späteren, für das spätere Zombie-Gefängnis, würde ich sagen. Wie baue ich den jetzt? Baue ich den jetzt einen Block hier lang? Mist, jetzt habe ich es vorhin gesehen und konnte es mir nicht merken. Naja, egal. Dann skippen wir eben wieder in die nächste Map. Direkt ohne Lücke, okay. Den Zombie müssen wir auch noch benennen mit dem Name-Tag. Glücklicherweise habe ich ihn im Mineshaft Offcam irgendwann mal einen gefunden, aber ich habe auch einen Villager, der mir die Dinger vertickt. So, jetzt muss ich allerdings darauf bestehen, dass der Komposter hier nicht steht. Das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass der Komposter, wo ist denn der jetzt? Da. Ich möchte, dass er hier steht. So wäre es richtig gewesen. Ja, tschüss Block, dich sehe ich nicht wieder. So. Gehen wir einfach hier weiter rum. Müssen wir sowieso machen. Komme ich von hier noch da drauf? Weiß ich nicht. Ist auch gerade nicht relevant. Nein, ich habe keine Slabs mehr. Nein. Nein. Ach, nicht schlimm. Ich habe einen Stonker da. Genau deswegen habe ich den mitgenommen. Weil ich ganz genau wusste, dass ich den noch gebrauchen kann. Nur runterspringen sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, Ausdreck. Mhm. Ausdreck. Mhm. Keine gute Idee. Okay. Ich mach mal vorübergehend 6 Stück. Hä? Ah, ich kriege immer 2. So. Gehen wir wieder hier rum. Den muss ich wieder abbauen, ne? Die Villager hochzubuxieren ist nicht so schwer. Es ist tatsächlich schwieriger, die anderen hier hochzubuxieren als ein Villager. Dann haben wir das. Ja, dann habe ich eigentlich, was ich brauche. So. Stonecutter baue ich wieder ab. Brauche ich noch. Dann hätten wir jetzt, habe ich einen Piss, ja, da ist ein Piss-Ten. Den Komposter brauchen wir noch, das brauchen wir noch. So, jetzt muss ich gut überlegen, also während der Nacht soll der entsprechende Block, jetzt habe ich hier, jetzt brauche ich Erde, hallo,
Erde? Na, jetzt komme ich hier nicht hoch. Grrr. Mach ich es eben so vorübergehend. Also. Der Block soll hier sein. Während der Nacht. Das heißt, der Pisten muss ein bisschen weiter nach oben, ne? Wenn der Pisten das einfährt, ist es hier, wo dieser Block ist, oder? Also gut. Der Block ist nachts hier. Das heißt, er ist hier, wenn der Pisten einfährt. Da muss ich jetzt tatsächlich nachsehen, wie ich den Pisten da hinkriege, ohne mir selber weh zu tun. Autsch. So, habe ich hier, ich habe doch einen Hebel hier. Der sollte... Ah, es ist ein normaler Pisten. Ich wollte doch einen Sticky Pisten draus machen. Mensch. Ich Depp. Bin doch extra Slime-Dings farm gegangen. Ach, egal. Dann gehe ich halt eben jetzt ganz fix mal wieder zurück in die Base. Immerhin wird es gerade Nacht oder Tag, ich weiß gerade nicht. Ich würde es gerne in dieser Folge fertig kriegen. Es müsste jetzt Freitag sein. Ich gehe mal kurz pennen, falls möglich. Ja, ich kann schlafen. Wie ihr gesehen habt, haben wir auch Kühe. So, au. Slime. Brauchen wir ein. Dann können wir uns hier einen Sticky Piston craften. Zack, zack. Eieieiei. Ja, vielleicht erst denken, ob alles da ist. Dann gehen wir wieder hier hoch. Nam, 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 nam. Und das Beste daran ist, wenn wir da unten mit der Technik fertig sind, was ich erst bauen möchte, wenn ich da oben mit der Technik fertig bin. Dann haben wir den Vorteil, dass wir so ziemlich machen können, was wir wollen. Beziehungsweise dann können wir uns ganz viele Emeralds craften, holen. So, dann mal fix testen. Yes, genau so soll das sein. Genau so. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, ne? Jo, aber ich muss da hoch. Ja, ich muss da wieder hoch. Ich muss hier hoch. Gut. Denn wir brauchen jetzt noch das Ding. Das sorgt im Endeffekt dafür, wenn es Nacht ist, dass der eingeklappt wird. So. Habe ich denn noch genug Slabs? Ich will hier mal ein bisschen aufräumen. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Da sind noch Slabs. Stopp. Die Erde brauche ich noch. Der Zombie soll hier entlang, aber nicht da sein. Doch, klar soll er hier sein. Mache ich folgendes, mache ich hier den Block wieder hin, mache stattdessen aber den weg. Dann haben wir hier und hier die Sachen. So, der Zombie kommt hier nämlich nicht raus. Ist unter mir da ein Block? Wahrscheinlich nicht. Doch. Naja, Wahrscheinlichkeit halt, ne? Gut, der Zombie würde dann hier nicht mehr rauskommen, sobald ich natürlich einen entsprechenden Block dahin gestellt habe.
dass er da nicht mehr rauskommt. Heißt eine Slab. Heißt, der Zombie steht dann, wenn es Tag ist, hier. Das heißt, die Slab müsste hier irgendwo sein, aber nicht jetzt. Der Block ist entbehrlich. So, dann hätten wir diesen Mechanismus mehr oder weniger. Ich muss dann später noch ein Dach da drauf klatschen. Genau. Ansonsten würde das jetzt mehr oder weniger funktionieren. Dann können wir uns jetzt der unteren Technik widmen. Bevor wir natürlich hier Wasser einfüllen. Und für diese untere Technik muss ich was machen? Muss ich erstmal überhaupt darunter kommen? Toll. Das hilft mir nicht. Hilfe, wie komme ich da runter? Habe ich einen Wassereimer? Klar habe ich einen. Gut. Dann kann ich den benutzen, um den Block runter zu kommen. So. Wozu brauchen wir das? Ja, spül schön alles weg. Wozu brauchen wir das? Ganz einfach. Wir müssen sowieso hier runter. Das geht mir gerade tierisch auf den Wecker. Das kommt mal weg. So, wir müssen sowieso hier entlang, weil wir hier entlang bauen müssen. Jetzt muss ich überlegen. Wir haben hier Block 4. 5, 6. Hier kommt der Dingsautomat hin. Wenn ich mich nicht irre, kommt hier der entsprechende Automat hin, der dafür sorgt, dass wir von Mondblumen unterscheiden können. Hallo Zombiechen. Schauen. Ja, wir brauchen definitiv mehr Glas. 6, genau. Ja. Dieses Ding müssen wir noch bauen. Und das machen wir jetzt. Ganz fix. Ja. Vielleicht nicht vergessen, dass wir nicht im Spectator-Modus sind. Okay, dann können wir jetzt 1, 2, 3 machen. Perfekt. Den brauche ich nicht dort. Da kommen dann die Truhen hin. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen Block runter. Ich gehe jetzt nochmal hier entlang. Braucht zu viel an Dreck. Und ich weiß, die Folge ist schon wieder so lang. Aber ich muss da entlang. So. An diesen Block hier will ich. Muss ich sowieso hier entlang. Ich will aber auf die andere Seite von dem Block da. Heißt, ich muss sowieso hier lang. Aber vielleicht sollte ich hier einen Block setzen, dass ich da auch überhaupt dran komme. So. Die Frage ist, wie komme ich da überhaupt dran? So, jedenfalls nicht. Ach, komm schon. Nervig. Wie nervig.
Dann brauche ich wieder den Wassereimer. Damit ich hier dran komme. So, jetzt. So, jetzt kann ich hier entlang bauen. Möglichst ohne Probleme zu haben. Und ja, auch hier muss ich wieder einen Block runter bauen. Das war unnötig. Da wollte ich hin. So. Das weg. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das jetzt am besten bauen soll. Hier geht es dann weiter. Das heißt, eine andere Richtung. In diese Richtung. Gott. Heißt, in die Richtung muss das. Toll. Ja. Richtung muss das. Ich baue mir hier mal eine kleine Plattform. So. Und ich muss noch weiter runter. Juhu! Achtung, das war Sarkasmus. So. Ich muss zwei so. Kommt das mal wieder weg. Sobald ich den habe, ist alles gut. So. Wo ist denn mein Wassereimer? Der ist hier. Dann. Jetzt muss ich kurz überlegen, warum habe ich den eigentlich weggemacht? Den brauche ich sowieso noch. Okay, das schaffe ich so nicht. Hallo? Warum komme ich jetzt hier wieder mal nicht raus? Okay. Brauche ich den Block? Ja, den Block brauche ich. Den brauche ich nicht. Den brauche ich technisch gesehen da auch nicht. Aber ihr seht schon, was ich vorhabe. Ich möchte einen Dingsapparat bauen. Aber der hier ist störend. Der kann hier nicht bleiben. Der Block. Der technisch gesehen auch nicht. Die müssen alle etwas weg. So. Ja, das ist gar nicht so einfach. Mal kurz sortieren. Wir brauchen jetzt das, das, das und noch einen Trichter. Und die Redstone-Fackel brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. So. Was bist du? Du bist der Komparator. Komparator ist richtig herum. Dann eins. War so klar, dass ich wieder irgendwo einen Fehler reinmache beim Bauen. Der muss zu und der muss weg. Die muss weg. Der auch. So. Dann hier noch Redstone. Da den Verstärker. Fackel und den Trichter. So, der geht in die Richtung. Jetzt muss ich überlegen. Wie habe ich das gemacht? Nochmal eins nach vorne. Aber nicht in die Richtung eigentlich.
Nein! Und ja, ich habe das aus Reflex. Okay, ich habe es aus Reflex gemacht. Ich bin normalerweise kein Survival-Spieler. Aber gut, ja, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Sorry dafür den Game Mode-Wechsel, aber ich bin natürlich ich, ne? Ihr seht ja, ich mache ja das meiste im Survival. Also seht es mir für diese Folge bitte nach. So, der muss nämlich so hin und darunter kommt der Komposter. So, wo ist mein zweiter Komposter? Der ist hier. Der kommt nämlich hier hin. So, dann brauchen wir noch, wo haben wir sie? Da, die ganzen Mohnblumen-Dinger. Ganz genau. Darunter muss aber auch noch ein Trichter. Darunter noch ein Block, ja. So, und wie komme ich jetzt dahin? Ohne die Technik zu beschädigen? Gar nicht so leicht. Ohne die Technik zu beschädigen, komme ich dann nicht runter. Außer von hier aus. So, was hatte ich gesagt? Da muss noch ein Trichter hin, ne? Huch, warum springe ich jetzt die ganze Zeit? Ja, genau. Hier muss noch ein Trichter hin, aber den hätte ich ganz gerne in diese Richtung. So. Au! Hilfe! Wo ist mein... Da ist mein Wasser. Ah! Wasser? Hallo? Beschädige nicht meine Technik. So, wo... Da drin. So. Dann kommt hier eine Truhe hin und die anderen Truhen kommen dann noch woanders hin. Zwar hier 1, 2. Ich meine jetzt versetzt zueinander. Hier kommt dann die nächste. Da nicht. Es war richtig, aber von hier aus. Also. Kommen hier wieder zwei Truhen dran. Eins, zwei und das gleiche Spiel nochmal von ein bisschen weiter unten. Dieses Mal habe ich das Glück allerdings, dass ich direkt hier einen Block habe. Das war der letzte Trichter, den ich besaß. Komme ich da hinten noch an die Blöcke? Ja. So. Nein. Der ist falsch, den muss ich gleich, den muss ich jetzt noch mal holen gehen. Habe ich eine Axt dabei? Nö, habe ich natürlich nicht dabei. Ja, ist nicht so einfach. So, nein. So, jetzt. Ich will da unten eine kleine Plattform hinbauen.
So. Dann beenden wir das Ganze in der nächsten Folge, würde ich sagen. Machen wir uns einfach hier, da, so. Das reicht einfach von der Plattform her. Das brauchen wir nicht. Und das auch nicht. Und das. Au. Hui, ein Glück, dass ich Fetter vor dem habe. Dann, wie gesagt, beenden wir das in der nächsten Folge. Und, ja. Hoffen mal, dass ich nicht elendig verrecke. Obwohl ich so blöd bin und das eigentlich getan hätte gerade. Hätte ich kein Feather Falling auf meinen Schuhen. Zu meinem Glück habe ich Feather Falling auf meinen Schuhen. Und mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn die Folge wieder ein bisschen länger war. Aber 31 Minuten, ja, vielleicht kann ich was raus. Ich sag bis zum nächsten Video und ciao, Leute.